Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelgun 3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr habt Lust auf eine Folge Pixelgun 3D, denn heute gibt es mega, mega viel zu machen. Ich habe auf alle Fälle Lust, denn wir werden heute auf Level 35 aufsteigen. Also ich hoffe, wir werden auf Level 35 aufsteigen. Uns fehlen nur noch 20 Erfahrungspunkte und die werden wir hoffentlich in diesem Video holen, denn wir haben auch momentan den VIP-Modus, also den VIP-Status aktiviert. Das heißt, doppelte Erfahrungspunkte nach jedem Kampf, egal ob man verliert oder gewinnt, man bekommt immer doppelte Erfahrungspunkte. Somit brauchen wir eigentlich nur 10 Erfahrungspunkte, die werden verdoppelt und dann haben wir 20 Erfahrungspunkte. Von Level 34 auf Level 35 braucht man ja ganze 1900 Erfahrungspunkte und das ist schon sehr, 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 sehr viel. Ich bin wirklich gespannt, wie viel man von Level 37 auf 38 braucht. Falls ihr das wisst, schreibt mir das doch bitte unbedingt in die Kommentare, denn einige von euch sind bestimmt schon High Level. Level 38 ist ja High Level und ja, das ist natürlich unser Ziel. So, wir öffnen hier gleich mal ein Ei, um auch hier unseren Battle Pass etwas aufstufen zu können. Vielleicht können wir auch noch eine Battle Pass Stufe aufsteigen, da brauchen wir nicht viel, um das zu erreichen. Denn ja, da bin ich momentan auf Level 6 und wir brauchen nur noch 10 Erfahrungspunkte. Wir könnten natürlich ewig lang Glückstruhen öffnen, bis wir die Kronen bekommen. Vielleicht bekomme ich ja eine Krone, einen Dreh versuche ich noch. Ansonsten müssen wir ja uns die anders besorgen. Denn ja, momentan muss ich glaube ich 1000 Sprünge machen und dann bekomme ich schon 35 Kronen für den Battle Pass. Und das ist eigentlich schon recht easy. Und ja, beim Clan können wir doch keine Truhe öffnen. Aber na gut, ich würde sagen, wir starten hier einen Teamkampf. Denn das ist, finde ich, der sicherste. Denn da ist es 50%, dass man hier gewinnt oder verliert. Also 50-50 Chance. Und da war ich letztens ziemlich gut drauf, dass ich da gewinne. Und ja, Leute, nicht, dass ich gewinne, ich habe gewonnen. Da habe ich auch mega viele Kills gemacht. Aber ja, wir starten hier gleich mal rein mit dem Ultimatum. Das hat ja Mauerdurchbruch und macht auch mega gut One-Hits und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Waffe für diese Map hier, muss ich sagen. So, yes, und da haben wir schon den ersten Kill. Und wenn wir dann auch noch Erste im Team werden, dann bekommen wir sogar noch mehr Erfahrungspunkte. Ja, Leute, falls euch dieses Video gefällt, auf keinen Fall vergessen, hier einen Daumen nach oben zu geben. Falls ihr neu seid, würde ich mich auch sehr über ein Abo von euch freuen. Und wenn du kein Video oder Stream mehr von mir verpassen willst, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr hier die Glocke aktivieren würdet. Da bekommt ihr dann immer eine Benachrichtigung, wenn ich live gehe oder wenn ein Video online geht. Ja, ich freue mich da immer bei den ersten Leuten und die bekommen dann auch immer ein Herz von mir, also die Kommentare, die in den ersten paar Minuten geschrieben werden, weil ich es einfach total feier, wenn ihr mich so unterstützt, Leute. Und solche Unterstützung gehört natürlich auch belohnt. Und die ersten Kommentare sind auch meistens die, die ich mir noch am meisten durchlese, weil ich immer, wenn ein Video online gehe, neben sitze und warte, bis hier ja, die Kommentare gespannt durchlese. Eieieiei. Aber wir sind vorne. Unser Team ist vorne. Das ist nicht so schlecht, Leute. Und ich sollte mich jetzt aufs Spiel konzentrieren und vielleicht weniger labern. Wieso war das kein One-Hit? Die Ultimatum essen geht manchmal ja, nicht wirklich schauen. Ei. Okay, der Megakanone wurde hier gekillt, obwohl es war der Samurai. Aber seht ihr dann immer die Waffe, die angelegt wird. Und das ist schon fies, hier so zu spawnen, wo es gerade mega mäßig abgeht. Wow, yes, so, 20 zu 18. Wir haben noch 1 Minute 20 vor uns. Und im, oh, ja, gibt dem Raben hier die volle Salve von meinem Ultimatum. Und das Ultimatum muss natürlich lange nachladen und das ist schon ziemlich mies. Und ja Leute, sorry, es laggt hier glaube ich ab und zu, also es ist asynchron, keine Ahnung, das hat mein PC ab und zu, ich habe keine Ahnung wieso. Die nächste Aufnahme könnte dann auch wieder super funktionieren und die hat ein Problem. So, Samurai rein und dann soll es schon ordentlich weitergehen hier. Wow, die haben den aber schnell hier zerstört. Aber ich glaube, ich habe ihn durch den Drachen hier doch noch zerstören können, durch den Drachenpfeife. Ja. Da kommen sie. Da warten wir schon um die Ecke. Ja. Was haben sie jetzt gemacht? Der Auslöscher macht diese blöden schwarzen Löcher.
finde ich nicht cool. Boah, das spawnt auf einmal einer. Okay, nee, das schaffen wir nicht. Niederlage, aber vielleicht bekommen wir ja trotzdem 10 Erfahrungspunkte, denn mehr brauchen wir ja nicht. Oh, ich bin letzter. Wir bekommen 10, ja 10 durch den VIP-Status, also doch nicht so nice, aber na gut. Ich würde sagen, komm, noch ein Kampf, nochmal hier rein. Und hier spielt schon wieder... Was ist das für eine Waffe, Beast? Bei mir war die nicht so gut und auf einmal macht sie One-Hit. Aber wir sind vorne. Na gut, das waren wir vorhin auch schon mal. Boah. Ich dachte, das ist ein Gegner. Habt ihr wahrscheinlich auch bemerkt, als ich hier gesprungen bin. Ich habe eine Kinderunterstützung, wenigstens was. Jetzt schon wieder bitte, bist der gleiche. Dieser Lebkuchenmann. Oder was das auch immer ist. Was das auch immer ist. Er hat sein Leben nur nicht unter Kontrolle. Alter. Alter Föder. Steel Brief. Komm, gehen auf, oder? Das wäre das Schlauste, was du machen kannst. Blöde schwarze Schlauch. Blöde. Wahnsinnig. Wahnsinnig, Leute. Ja, wir sind vorne 11 zu 9. Und ich muss ja, ich kann ja eigentlich auch verlieren, dass ich hier aufsteige. So, jetzt habe ich mal wenigstens einen Kopfschuss und eine Kill-Unterstützung. Natürlich wieder mal. Natürlich, so, jetzt kann ich wieder weitergehen und werde ins nächste schwarze Loch gefangen. Was auch sonst, Leute, was auch sonst. Abnormal. Das ist... Weg mit dir, bevor du da irgendwas wieder mit dem Auslöscher machst. Weg mit dir, einfach immer auf die mit dem Auslöscher gehen. Ich mag die Waffe, ich mag die nicht, ich habe sie nicht, ich habe sie noch nie gespielt. Aber sie nervt, das weiß ich. Wenn ich eines weiß über den Auslöscher, dann nicht, wie sie zu spielen ist, sondern dass sie extrem nervt. Komm, hey. Die Waffe könnt ein bisschen gern. Könnt ihr die bitte entfernen? Ich meine, es ist cool, dass man das in einem Spiel umsetzen kann und. Aber es nervt so extrem. Ich meine, es gibt ja auch dieses Gadget. Das alleine würde reichen. Man muss dann auch nicht eine Waffe machen, die bei jedem Schuss ein schwarzes Loch erzeugt. Das muss nicht sein. Es gibt andere Funktionen, um hier das Spiel interessant zu machen. Und das sind nicht schwarze Löcher. Das sind auf keinen Fall schwarze Löcher. Ja, Leute, schreibt mal bitte zu diesem Thema was. Und wenn ich das Geräusch schon... Sorry, dass ich jetzt überreagiere, aber... Ich meine, ich kann ja einfach verlieren und den auch verlieren. Ich kann einfach verlieren, aber will man ja eben. Man will sein Bestes geben. Und wenn da solche schwarzen Löcher sind. Oder dieses Biest. Ich habe die Waffe auch, nur ich habe sie, glaube ich, falsch gekauft. Deswegen ist sie bei mir noch so schlecht. Was ist denn los? Was ist denn los heute, Leute? Wirklich. Was geht ab? Also. Da bin ich schon neben. Das ist ja nicht normal. Auch gar nicht cool oder sowas. Aber wir bekommen jetzt gerade sehr, 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 sehr viele Kills. So, 5 Kills sind wir noch hinten. Aber die Gegner halten den Abstand gut. Ja, was auch sonst. Aber ich habe hier, glaube ich, einen getötet. Ich habe noch einen gekillt. Aber hey. Ja. Niederlage. Minus 5. Ich verliere hier so viele Pokale. Ja. So, Sonderangebot, Mann zu sprengen. Okay, legen wir an. Aber jetzt, Leute, wir steigen endlich auf. Wir haben Level 35 erreicht. Alle mal Hashtag Level 35 rein. Rein in den... Ja. In die Kommentare und ich bin fertig, obwohl ich Level 35 erreicht habe. Wir bekommen 20 Juwelen, 80 Münzen und 80 Münzen. Das ist schon ziemlich cool. Welches Level seid denn ihr? Schreibt das gerne auch bitte in die Kommentare.
Ja, es regt, der Auslösch erregt mich einfach so auf. Ihr merkt, wie ich innerlich koche, Leute. Ihr merkt es regelrecht. Aber vielleicht können wir das ja beim nächsten Mal besser machen. Jeder hat mal seine miesen Tage. Aber na gut, das war jetzt mal genug von meiner Seite. Ich probiere hier noch einen Dreh. Vielleicht bekommen wir die 10 Kampfkronen oder 20, was wir brauchen. Nein, sieht leider nicht gut aus. VIP für eine Stunde. Ich habe VIP für einen Tag. Komm, nochmal. Wir haben jetzt 20 Edelsteine bekommen. Vielleicht bekommen wir da was. Was ist denn das für eine Waffe? Unter 0. Münzen brauche ich auf alle Fälle. Keine, da haben wir gerade genug bekommen. Und wir haben auch so schon 660. Komm! Okay, nein. Keine Zusatzverbesserung. Wieder VIP. Vielleicht wieder für eine Stunde. Aber ja, wieder für eine Stunde. Ja, Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und hat Spaß gemacht. Ihr habt vielleicht ein bisschen mit mir mitgelitten. Falls ja, Daumen nach oben, wäre auf alle Fälle eine coole Sache. Und falls ihr neu seid, würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Haut rein, Leute. Ciao.